Einen Floschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es eine neue Folge von Minecraft Apodia. Ich war wieder mit dem lieben Renzel vor unserem Captain unterwegs und wir haben uns heute mit dem Kaiser höchstpersönlich getroffen. Wie das Kaiserreich aussieht, das wisst ihr ja bereits. Und angeblich sollen die ja Krieg anstiften und sonst was für Sachen machen. Ob das Ganze stimmt und ja, wir haben noch ein paar andere sehr wichtige Nebeninformationen erhalten. Wir haben uns nämlich nicht nur mit dem Kaiser getroffen, sondern noch mit anderen Leuten. Das gibt es aber dann in der nächsten Folge von Apodia. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Treffen mit dem Kaiser höchstpersönlich, also dem lieben Aventos. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit der Folge und ab geht's. Ein wunderschön. Ein wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Ahoi, ahoi. Ahoi. Mensch, wie seid ihr denn mit eurem Schiff hier angekommen? Sagen wir einfach, das war eine alte Expedition. Ah, verstehe. Ja, danke schön, dass das Treffen stattfinden kann. Ich bin froh, dass ich hier sein darf. Ich wäre natürlich auch gerne mal zu euch vorbeigeschneit, aber natürlich ist es hier zwischen, ja, drin zu treffen, wahrscheinlich auch sehr vernünftig und der langen Reise interessant. Ich hoffe auch, dass ihr nicht allzu lange unannehmliche Wartezeiten hattet. Ich würde behaupten, wir haben uns ungefähr in der Mitte getroffen. Das ist gut. Ja, mir ging es eigentlich mal darum, dass ich eigentlich insgesamt mal mit euch sprechen wollte, weil ihr ja schließlich auch einer der Funktionen auf dem Server seid und ich möchte natürlich jeden mal irgendwie kennengelernt haben. Und vor allem weiß ich ja auch, dass ihr hattet ja auch Kontakt in der Vergangenheit mit dem guten Santi. Spezieller Kerl. Er hatte sehr wilde Pläne, wo ich manch ein Crewmitglied hinhalten musste, den lieben Santi nicht direkt zu töten. Was wir mittlerweile sehr bereuen, dass wir ihn nicht direkt hier geholt haben. Ja, hätte ich euch auch geraten, wenn ihr mich gefragt hättet. Ja, wir waren sehr, sehr am Überlegen. Es gab wilde Diskussionen. Wir haben gesagt, okay, diesmal noch Frieden. Wir vermuten, er hat uns Gegenstände entwendet, entsprechend. Dürfte ich mal so ehrlich sein und einfach mal fragen, was er denn genau wollte? Was er wollte? Mhm. Oh, innerhalb verschiedener Fraktionen Revolten andeuten und auch ein wenig gegen euch und eure Fraktion ansticheln. Spannend, weil bei uns hat er nämlich gegen euch ansticheln wollen. Ja, ich glaube, seitdem wir den lieben Gott der vereinten Freiläufer sich geoutet hat, wissen wir anderen sehr klar, woran wir sind. Ja, absolut. Und ich glaube, es ist ein falscher Gott und manchen Glauben muss man niedermetzeln. Ich glaube, nachdem er bei uns war und es nicht funktioniert hat, was er von uns wollte, war ein bisschen schlecht drauf, ist dann anschließend zum Kaiserreich und hat dann versucht, gegen uns zu sticheln. Nee, er war tatsächlich vorher bei uns. Ah, okay. Er war tatsächlich zuerst, also zur allererst war er bei mir. Er war zuerst bei mir. Er wollte ja auch unbedingt meiner Fraktion beitreten. Er wollte erst unbedingt meiner Fraktion beitreten. Dann wollte er mir sagen, dass ich, da hatte ich ihn noch nicht kennengelernt. Da hat er mir bisher dato nur geschrieben, dass ich ja, dass wir eine Demokratie brauchen, dass ich alle Leute in meinem Büro unterdrücke und dass es ja Stimmen gebe, die sich beschweren würden. Und ich habe mit meinen Leuten gesprochen und alle gesagt, ja, alles okay. Also von daher habe ich dann gesagt, ich würde gerne wissen. Und dann kam er auch mit, ja, und er hat ja Kontakte in jeder Fraktion und er weiß Dinge. Und da habe ich gesagt, ja, dann soll er mal sagen, was er denn weiß. Und dann kam halt immer so, ja, das kann ich nicht sagen. Und dann habe ich immer gesagt, du komm doch einfach wieder, wenn du dir eine bessere Story ausgedacht hast. Und dann war er so ein bisschen, ja, nee, und dann ist so, ja doch, so, du erzählst mir einfach Scheiße, so, du lügst mich an, offensichtlich, und ich habe ihn halt wirklich einfach ausgelacht irgendwann, und zwar immer nur noch traurig, also ich habe immer gesagt, sorry, aber musst du einfach was Besseres ausdenken, wenn du mich überzeugen willst, und dann ist er, glaube ich, zu euch gegangen,
Als es bei euch nicht geklappt hat, kam er. Also er war bei, mittlerweile bei jedem, glaube ich, ja, aber jetzt hat er seine eigene gehört. Aber der war auf jeden Fall dann bei euch und mir hat er dann später irgendwann geschrieben, ja, und die Freibeuter, die wollen sich bei uns, bei euch ein, also bei mir einschleimen und wollen dann so auf neutral tun und dann fallen sie dir in den Rücken und ich habe so gesagt, so, ja, komm, geh einfach weg. Das so, deshalb bin ich hier. Das Einzige, was wir bis jetzt mit euch am Hut hatten, war einerseits die Gerüchte, dass das Kaiserreich ja alles unterwerfen will. Genau. Ja. Überraschung, das kam von unserem Gott. und muss man aufpassen, was sich erstickt, wenn man Gott sagt. Yeah. Und dazu haben wir halt nur ein bisschen geschaut und gesehen, dass ihr sehr fleißig an euren Befestigungen bei seid und alles. Genau, also ich bin eigentlich... Was interessiert mich die anderen Völker? Ich habe mein eigenes Land zu regieren und ich habe genug eigene Probleme. Ich brauche mich nicht noch mit Problemen anderer Leute beschäftigen. Ja, also da bin ich... So ähnlich handeln wir das auch. Genau, ich bin mich auf mich fokussieren, auf mich, meine Arbeit, mein Kram. Was die anderen machen, was die für Streitigkeiten haben, ist mir ehrlicherweise ziemlich egal. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen fand ich euch bisher auch mal sehr sympathisch, weil ihr immer eigentlich auch euch aus allem rausgehalten habt und auch, wenn ich mit euch zu tun hatte, eigentlich immer sehr angenehm war. Deswegen kann ich kein schlechtes Wort über euch erzählen, weil bis dato Glauben schenken. Wir haben nicht wirklich Interesse an irgendwelchen Konflikten. Wir sind sehr fröhlich, dass ihr das Imperium, die Genies, die Hobbits und das Kaiserreich so schön dicht beieinander sind. Das gefällt uns sehr gut. Ja, das gefällt mir auch sehr gut. Ja. Ja, also das ist tatsächlich so eine Sache. Ist das ja eigentlich eine Insel? Das ist eine coole Insel. Das ist hier keine Insel. Das? Nö. Okay, es ist auf der Karte nicht so ganz. Naja, ja, gut, durch den Fluss halt. Ne? Okay, so ein bisschen. Aber das, okay, ja, aber das wäre eine coole der Insel. Fluss, der Fluss geht oben lang. Also, okay, meistens. Muss ich mir mal ein bisschen mal genau angucken, ob es eine sehr schöne Insel ist. Aber auf jeden Fall, ich bin da sehr, was ich aktuell das Gefühl habe, ist, dass das durch diese ganzen, durch Gott und seine Engel, ja, dass da sukzessive versucht wird, irgendwelche Sachen zu machen. Also es werden Wälder angezündet, es werden also lauter so Sachen gemacht, die dann halt auf uns geschoben werden oder auf andere. Ja, mit dem, glaube ich, dem Willen oder dem Versuch, das halt irgendwie Kriege zwischen anderen auszulösen. Also es ist immer so, vielleicht will jemand Gott spielen. Ja, also ich weiß nicht, welche Konflikte bei euch da in der Ecke alle herrschen. Der Punkt ist eigentlich keine. Gut. Also das ist der Punkt, den ich... Dann haben doch eigentlich alle Fraktionen ein Ziel, oder? Ja, gut, ich glaube, die einzigen, die ein anderes Ziel verfolgen, ist unser guter Herr Gott. Dessen Ziele sind unergründlich, die Wege des Herrn sind unergründlich. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl, das war schon immer so. Ich musste gerade mal in die Allgemeinheit etwas im Chat schreiben. Was? Auch nicht schlecht. Ja, nee, also das ist auf jeden Fall ein bisschen seltsam. Also ich will nur wissen, dass ich halt weiß, es gibt auf jeden Fall noch andere Fraktionen, auf die man sich verlassen kann. Und ja, also wir haben eigentlich im ersten Step keine Interessen an irgendwelchen Konflikten. Warum sage ich im ersten Step, was uns zu nahe kommt, ohne gewisse Absprachen? Das wird denn schon darauf hingewiesen, das Gebiet schnellstens zu verlassen? Ja klar, also so meine Gebietsansprüche sind schon eine wichtige Sache, aber da muss man mit gewissen Vorsicht natürlich vorgehen. Also das ist ja klar, da muss man miteinander sprechen. Die vereinten Freiläufer, ich weiß nicht. Also bis jetzt können wir nur über den Zantiboss reden und über den anderen, diesen Utikit, ja. Also da weiß ich, der hat auch ein falsches Spiel getrieben. Ja. Nicht mit uns, aber es reichte mir, um bei mir in Ungnade zu fallen und
Dementsprechend ist auch dieser zum Kiel holen freigegeben. Genau, das sind auch zwei Leute, die bei mir vollkommen verbrannt sind. Mit denen bin ich froh, weil ich nichts zu tun habe. Ah, dich hat er auch versucht zu bescheißen? Nee, also er ist einfach, einfach jemand, der mit versucht, uns vor allen anderen schlecht zu machen. Entschuldigung. Also, oh, alles gut, alles gut. Also das ist einer, der wirklich mit versucht, uns irgendwie, einen schlechten Ruf irgendwie uns zu geben und so weiter. Der macht da halt volle Leute mit. Deshalb bin ich da entsprechend, ja. Übrigens, ich habe eine wichtige Sache vergessen. Ich bin natürlich nicht gekommen, ich habe ein paar Geschenke mitgebracht. Ja, dann tauschen wir einfach aus. Sehr schön. Ich habe einen Kuchen dabei. Ich dachte, jeder mag Kuchen. Das ist schön. Ich habe eine Uhr mitgebracht. Und ein Banner. Das ist ein Banner, das ist unser Banner. Ich dachte, ich gebe es euch mal, damit ihr wisst, wenn ihr unser Banner seht, wie das aussieht. Das habe ich schon mal gesehen. Ja, des Öfteren. Ja, ich habe auch schon mal bei überall schon mal vorbeigeschaut. Die anderen im Auge. Ja. Nur, dass ihr wisst, also wie gesagt, ich wollte euch nur offiziell begeben, das ist unser Banner. Wenn ihr das seht, wisst ihr, das sind wir. Und wenn es da auch irgendwie Probleme gibt mit Orten, wo diese Banner hängt, wisst ihr, dass ihr mich ansprechen könnt. Ja. Wir haben in der Nähe bei euch sind größere Gewässer. Nee, bei uns, wir sind am Ozean docken wir quasi an irgendwie. Ich weiß nur nicht, ich habe die Karte noch nicht so ausgekartet, ob man da quasi rund, also ob man da man muss sehr viele Kurven fahren. Man muss sehr, sehr viele Kurven fahren. Ja, ich bin jetzt auch den Stück hierher geschwommen, noch ein Stück. ich hatte leider kein Boot dabei, aber habe das gepackt. Okay, dann fangen wir mit dem ersten Geschenk an. Für den Weg nach Hause. Dankeschön. Ebenfalls die Gewässer, die bei euch in der Nähe sind, haben wir gereinigt. Wir haben hier die Überreste eines Oktopoden. Der war ein wenig größer und widerspenstiger. Leider Gottes hat einer unserer Piraten dabei ein Auge verloren. Dies wollen wir euch natürlich gönnen. Und für das ein oder andere Arbeitsross, welches ihr haben werdet, selbstverständlich auch noch einen kleinen Schutz, wenn es mal ein bisschen dunkler wird. Dankeschön, das ist sehr großzügig. Ich schenke nämlich gerne an. Ich weiß nicht, ich habe hier auch noch andere Sachen, die ich weiß nicht, ob ihr noch mit Smarten anfangen könnt. Die habe ich auf dem Weg hierher gefunden. Die habe ich hier in der Insel abgebaut. Nimmt man immer mit. Ja, eben. Die haben so schön gefunkelt, dachte ich, die schenke ich euch. Und dann habe ich auch sehr schöne Sachen gekriegt. Das freut mich. Und ich will eigentlich nur klarstellen, dass, wenn es irgendwie mal Probleme geben sollte mit irgendwelchen Leuten, dass ich da so. Dass wir so ein bisschen zusammenhalten. Einfach. Also ich meine, ich erwarte nicht, ihr kennt mich letzten Endes auch nicht. Ich will euch auch dann natürlich in keinen Konflikt reinziehen, aber wir müssen irgendwie gucken, dass wir ein bisschen, weil ich weiß, dass die Genies ins Imperium auch wahrscheinlich aufgrund ihrer noch sehr nahen Lage zueinander auch sehr, sehr gute Freunde sind miteinander. Und ich weiß aber auch nicht, dass die Genies wohl aktuell mit den Freiläufern da auch irgendwie ganz gut zusammen klarkommen. Was, die Freiläufer mit den Genies? Ja, die haben die zwar abgeschlachtet, aber die haben wohl jetzt wieder Frieden und die standen heute auch bei mir zusammen in der Base rum und wollten was von mir und wollten mich irgendwie überraschen. Also ich war der Meinung, die wollten mich in eine Falle locken, aber andere Geschichte. Also, das wäre schlecht. Dann müssten wir die Genies mit ausrotten. Ja, also und ich bin ganz ehrlich, das ist eine pure Anmaßung, dass man sich hinstellt und so tut, als wäre man Gott. Das ist etwas, was ich eigentlich an und für sich nicht dulden kann. Und ich finde, das ist wie ein kranken Arm, den man einfach abschlagen muss. Was ich viel schlimmer fand. Und das ist, was ich viel, viel schlimmer fand, sich bei uns in unser Reich reinzubringen. Und als Hauptgedanken zu haben, bei mehreren Fraktionen die Kriege voranzutreiben, dass man sagt, die sind eigentlich alle gegen ihre Anführer und wollen einen neuen Anführer haben. Ja, das hat er ja bei mir auch versucht. Genau. Und das ist etwas, wenn man versucht zu meutern, versucht, ein fremdes Volk zu einer Meuterei aufzustacheln. Wir sind Freibeuter. Wir stehen darauf nicht. Ja, und ich meine, ich hab ihm halt nur gesagt, die Leute hatten ja bereits die Wahl. Sie konnten ja zu mir gehen oder nicht zu mir gehen. Sie hätten sich ja jedem anderen anschließen können. Sie haben sich ja bewusst mir angeschlossen. Also ich meine, ist ja nicht so, als hätte ich irgendjemanden gezwungen, in meine Fraktion zu kommen.
Also und zumal und noch, also ich finde, das grenzt ja schon fast an Demokratie, wenn man sich aussuchen kann, zu wem man gehen will. Und mal ganz anders davon gesagt, wie gesagt, die Leute bei mir hatten alle keine Probleme damit. Und ich weiß auch nicht, er wollte irgendwie, also erst, wie gesagt, erst wollte er bei mir die Demokratie einführen und wollte, dass mein Volk rebelliert, das hat nicht geklappt. Als er gemerkt hat, dass es nicht klappt, wollte er mir sagen, dass er bei allen anderen Fraktionen spioniert und hat mir immer wieder zu mir immer wieder gesagt, ja, er will doch nur den Frieden wahren. Ich will doch nur den Frieden wahren. Warum verstehst du das denn nicht? Und hat dann irgendwie. Bei uns wollte er, dass sich alle Fraktionen zusammentun, um das Kaiserreich zu unterjochen. Ja, genau. Ist doch gut. Siehst du, und das ist halt so das Ding. Und ich habe auch zu ihm gesagt, kann dir halt nicht glauben. So ist ja logisch. Also erzählt mir halt irgendeinen. Er hat mir halt innerhalb eines Gesprächs 25 Sachen erzählt, die alle nicht gleichzeitig stimmen können. Ja, das war bei uns recht ähnlich. Anschließend hat er gesagt, er wartet noch auf weitere Fraktionen, die sich wohl bilden sollen, von weiteren Leuten, die hier noch ankommen sollen. Das ist ja vermutlich jetzt passiert. Und kurz danach hat er darum gebeten, ob er bei uns in die Fraktion mit eintreten kann. Und das, also da waren wir ganz kurz davor, die Klinge zu zücken. Ja, ja. Also das ist. Ja. Loyalität ist so das Einzige. Ich bin nicht unbedingt der beste Anführer, aber wir als Freibeuter reden quasi mit einer Stimme. Wir haben das alle dasselbe Ziel und das ist kein Anführer im Sinne von ich bestimme und das wird gemacht. So, es ist ein, wir haben sowieso alle dasselbe im Sinn. Ja, und ich sehe das ohnehin, also ich meine, ich habe, wie gesagt, keine Bestrebung irgendwie irgendwelche anderen Leute so und so. Ich will mich einfach auf mein Reich fokussieren und darauf fokussieren, dass wir uns eine schöne Welt aufbauen, in der wir leben können. Die anderen sind dann schon ein wenig konfliktbereiter, würde ich sagen. Ich meine, ihr habt es gut, ihr seid weit genug weg. Ja, für euch ist es wahrscheinlich eher so, dass dann so Konflikte eher mal, dass ihr es einfach aussitzen könnt. Ich meine, das interessiert euch ja keinen, wie der jemand, der da hinten ist. Und ich bin halt, ich meine, ich habe eine relativ große Fraktion, also ich habe so mit den meisten Mitgliedern. Aber dennoch können wir, glaube ich, nicht wirklich bestehen, wenn jetzt alle um uns rum sagen, wir stürzen uns auf uns aus irgendwelchen Gründen. Das stimmt. Meine, je nachdem, wie die Situation ausgeht, also vollkommene Eskalationsstufe ist natürlich, dass wir unsere Basis irgendwann aufgeben müssen. Das wäre natürlich Worst Case Szenario, das würde aber natürlich lange Belagerungsstadien mit sich ziehen. Ihr wisst, wie ich meine, wir bauen unsere Verteidigungsanlagen immer noch weiter aus. Wenn wir damit fertig sind, ist es natürlich nicht so ein einfach zu knackender Panzer. Aber dennoch hält sowas nicht ewig, nicht mehr, wenn wir natürlich Unterstützung von außen kriegen können. Deswegen spreche ich lieber vorher einmal mit euch, als einmal zu wenig mit euch. Ja. Naja, aber wie gesagt, ich bin eigentlich dabei, so gut wie jeden Konflikt einfach aus dem Weg zu gehen und auf Provokationen von anderen eigentlich einfach wirklich einzugehen. Ja. Wenn meine Zeit so schade. Wir kümmern uns erstmal um uns. Wir kommen erstmal noch an. Ja. Wir sind dadurch, dass wir jetzt auch erst in der Lage sind, so langsam wirklich zu starten. Ja. Jetzt, wo sich die Tore der Hölle aufgetan haben. Ja. Ja. Mensch, der Seefahrer hier hat ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, ne? Naja, nach vielen Raubzügen hatten wir sehr viel rum. Und sehr viel Durst, würde ich schreiben. Ja. Wie sieht es eigentlich aus? Könnt ihr mir mal die Karte einmalen, wo ihr denn genau liegt, wo eure Basis ist? Dürfte ich das in Erfahrung bringen, oder? Momentan behalten wir das eher noch ein bisschen für uns. Okay. Also ich kann dir nur sagen, ich frage extra. Ich habe mal von dem guten Santi, habe ich mal Koordinaten bekommen. Ich weiß ja nicht, ob die stimmen. Ich habe sie nicht nie getestet. Ich vermute mal, dass sie stimmen werden, aber deswegen, ich wollte aber gefragt haben, was ihr. Also ich. Was hat denn der gute Santi gesagt? Moment, lass mich kurz nachgucken. Der hat mir mal Koordinaten geschickt. Gebt mir eine Sekunde. Er hat mir ja gesagt, 1998 und minus 3820. 1000 wie viel? 998? Ja. Minus 3820. Jetzt könnt ihr von unserer aktuellen Position, könnte das ja hinkommen, nehme ich an. Ja, ja. Stimmt schon.
dann trage ich mir die einfach mal ein. Also einfach nur, wie gesagt, ich wollte schon nur sagen, ich habe sie theoretisch schon, ich wollte euch nur trotzdem nicht darum gefragt. Das reicht aber vollkommen, um endgültig die Freiläufer zu eliminieren. Ja, und ihr wisst auch, also ihr seid rot, ne? Rot. Dann wisst ihr wenigstens auch, oh, ich habe Freubeuter geschrieben, auch schön, oder? Freubeuter. Wir sind freundlich. Nein. Ja, und weil ihr freut. Ich freue mich. Okay, jetzt ist also noch ein Stückchen. Ja, ja, das ist knapp die Mitte. Knapp. Eher zwei Drittel, ein Drittel, aber ja, okay. Also formulieren wir so, es war die angenehmere Reise für uns. Ja, absolut, absolut. Aber ich wollte ja auch das Treffen haben, da alles okay. Ja. Nee, gut, dann, ich weiß nicht. Also ich bin, wenn es darum geht, die Freiläufe irgendwie. Denkzeit zu verpassen, ich bin dabei. Ja, also wir machen es, glaube ich, relativ einfach. Ja, ich wir werden uns für das rächen, was er uns angetan hat. Ja. Das wird darin bestehen, dass er ja auch Wertvolles verlieren wird. Er kam nämlich heute per Brieftaube nochmal zu mir und meinte, ob er denn von uns etwas Eisen bekommen könnte. Das ist dein Ernst, oder? Also abgesehen davon, dass bis man zu euch gelaufen ist und Eisen geholt hat, man sich schnell selbst gefahren hat. Abgesehen davon ist es doch irgendwie so ein bisschen dreist. Ja, weil wir sind der festen Überzeugung, da er der einzige bekannte Besucher bei uns war, dass auf wundersame Weise verschiedenste Bücherregale und Zauberutensilien zu ihnen verschwunden sind. Ah. Das würde ihm ja auch gut kommen, besonders in einer Fraktion. Ich meine, er braucht ja irgendwie ein bisschen Startkapital. Das stimmt. Ich würde mal irgendwann einfach mal, wenn man da investiert hat, also ich kenne es so, dass man da irgendwann auch Dividende ausgezahlt kriegt, ich würde die dann einfach irgendwann einfordern. Gibt es eigentlich einen Standpunkt von den Freiläufern, einen gemeinsamen, oder? Weiß ich leider noch nicht, habe ich noch nicht rausfinden können. Ich würde es euch aber mitteilen, wenn ich es weiß. Jo. Also sobald ich weiß, wo die sich aufhalten, dann leite ich euch das weiter. Ich glaube, wir wissen es. Ihr wisst es? Also ich weiß tatsächlich nicht. Ja, also ich habe da schon mal was entdeckt. Da wurden schon Mauergrundlagen gezogen. Okay. Kannst du ja die Koordinaten sagen. Ja, gib mir mal die Koordinaten. Ja, das ist hier relativ 300 Meter in der Nähe. Und zwar ist das 378. 70. Minus 3092. Die Freiläufer, die Freibeuter und die Freiläufer. Dann sollen sie auch mal freilaufen. Okay. Ist doch ziemlich weit weg von uns allen. Spannend. Ja, was für mich relativ klar ist, dass wir uns darum das Problem kümmern müssen. Ah, na, das freut mich. Also. um es jetzt mal, ne? Braucht die Melonenkerne eigentlich? Habt ihr Melonen? Nö. Wahrscheinlich hier Melonen. Wir haben alles. Ja, dann. Hier. Füttert euch die Fische damit. An sich sind wir wunderbest versorgt. Das ist perfekt. Gibt es irgendwas, was wir brauchen eigentlich nicht? Ja, das wäre mal gut zu wissen, wenn ihr irgendwas braucht. Also wenn ihr irgendwie. Braucht ihr irgendwelche Pflanzen noch, die ihr nicht habt? Braucht ihr irgendwelche Setzlinge, die ihr nicht habt? An sich haben wir alles. Also wirklich alles. Okay. Ja, wie eigentlich also sollte euch mal was fehlen, gebt Bescheid, aber momentan wir sind gut versorgt. Die Hölle tat uns auch sehr gut. Wir konnten zu dem übergehen, was wir lieben. Direktes Plündern. Das war sehr praktisch. Wen plündert ihr denn? Bitte? Wen plündert ihr denn? Na, in der Hölle hatten wir verschiedenste Strukturen in der Hölle. Direkt schön plündern. Ah, sehr schön. Naja. Gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Ich wurde in all meinen Annahmen bestätigt. ich werde jetzt ja gesagt, Glück auf, weil wir sind ja nicht im Bergbau, aber dennoch. Ein bisschen Glück kann nie schaden. Und dann hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ich sag's mal dreist, wie es für einen Seefahrer gehört. Wir hoffentlich. Perfekt, und dann schönen Tag, ciao. Dann ruder ich mal da vorne, ich ruder mal irgendwo hin, guck mal, wie es wird. Tschüss. Ciao.